Herzlich willkommen, liebe GetGoods-TV-Zuschauer, GetGoods-Shopper und HH-Shopper in meiner Hand. Mal wieder ein Handy, oh Wunder, aber dieses Handy hat wirklich eine kleine Besonderheit. Sieht man, rein theoretisch, oder zumindest ich sehe es, auf der Verpackung schon. Es nennt sich nämlich das Samsung Galaxy Beam und dort seht ihr die Besonderheit, es ist ein Android-Smartphone mit eingebautem Beamer-Projektor. Dass man dann nicht nur zum Projizieren von Videofilmen, Bildern an die Wand benutzen kann, sondern auch, hör und staune, man kann damit auch einen Overhead-Projektor wiederbeleben. Ihr kennt das aus Uni-Zeiten, aus Schulzeiten. Dokumente werden auf einen Overhead-Projektor draufgelegt und das wird dann beleuchtet, das wird über den Spiegel dann an die Wand geworfen. Rein theoretisch funktioniert das mit diesem Gerät auch, nicht nur rein theoretisch, sondern praktisch auch. Wie das Gerät aussieht, schauen wir uns jetzt mal an in einem kleinen Unboxing. Ich bin schon ein bisschen heiß auf das Gerät. Deshalb habe ich schon den Deckel abgezogen. So, schauen wir mal drauf. Das ist das Samsung Galaxy Beam. Dort stehen die wichtigsten Key Facts eigentlich schon mehr oder weniger drauf. Android ist betriebssystemsmäßig seitig drauf. 1 GHz Dual-Core-Prozessor machen dem Beam Beine. Ein DLP-Projektor von Texas Instruments ist damit eingebaut. GPS, Wi-Fi ist natürlich auch mit drin. Es gibt die, ja, sage ich mal, hier in der schwarz-gelben Version, dass man auch von der Seite erkennt, dass es schon das Galaxy Beam ist. Zu den Eigenschaften des Gerätes oder zu den ganzen Keypads auf dem Gerät kommen wir gleich. Wir wollen uns erstmal nochmal schnell die ganzen Komponenten hier anschauen oder die beigelegten Zubehörteile. Das ist nämlich richtig schön gemacht. Ja, hier, man bekommt schon so eine Art kleinen Ständer mit integrierten Akkuladevorrichtung frei Haus geliefert. Ja, so kann man das hinstellen, sein Beam reinlegen, reinstellen. Man kann es auch so hinstellen, wenn man es will. Und hier drin befindet sich ein kleiner Schacht. Dort kann man dann einen der beiden mitgelieferten Akkus immer vorher aufladen. Ja. Hier Akku rausholen, dort einlegen, Klappe zu und hinten dort kommt das Ladegerät rein. Ist natürlich auch anderweitig zu verwenden, nämlich, da das Beam einen Projektor drin hat und sicherlich auch noch ein bisschen mehr Strom verbraucht als ein normales Smartphone, kann man das auch als Akkutransporttasche verwenden. Akku drinnen lassen, einfach Kabel abziehen, ab in die Tasche hinein damit und dann hat man immer einen zweiten Akku griffbereit, wenn man zum Beispiel auf Geschäftsreise geht und da Präsentationen vorführen muss und so weiter und so fort. Sehr, sehr praktisches, kleines, nettes Zubehör, was hier schon mitgeliefert wird, soll man sagen. Wie gesagt, da ist noch ein zweiter Akku mit dabei, der ist schon drin, den habe ich schon reingesetzt. Ich war schon so neugierig, dass ich das im Vorfeld schon ein bisschen vorbereiten musste. Ja. Headset kommt natürlich auch dazu. Und die obligatorischen 3 Paare unterschiedlicher Earbuds, nennt man die Dinger. Das sind mehr oder weniger die Gummifropfen, die man für In-Ear-Kopfhörer eben halt braucht. Dann noch ein USB-Netzteil und zu guter Letzt natürlich USB-Ladekabel oder Datenkabel. Diese kleinen Verpackungen, das eine gehört hierzu, das andere zu dem Akku, was ja schon drinnen reingelegt wurde von mir. Dann natürlich noch die Kurzanleitung, das kommt noch dahin. Und jetzt kommen wir mehr oder weniger zu dem kleinen Samsung Galaxy Beam. Ups, jetzt habe ich den aus Versehen schon angemacht. Aber macht nichts, machen wir mal aus. Ich ziehe mal kurz die hintere Schutzfolie ab und lege sie beiseite. So sieht das Produkt von hinten aus. Es ist eine etwas gummierte Rückseite. Ja. Hier unten befindet sich der Lautsprecher. Da eine Fotokamera mit Foto-LED daneben. Dann auf der Seite hier sieht man den SIM-Karteneinschub. Plus Lautstärke-Wippe. SIM-Karteneinschub macht man hier einmal kurz auf und kann da die SIM-Karte reinsetzen. Wieder zumachen
und schon ist alles dicht. Kopfhöreranschluss ist anders als bei Samsung, bei anderen Samsung Galaxy Geräten nicht oben platziert, sondern hier in diesem Falle natürlich seitlich platziert. Dann gibt es hier unten noch den USB-Anschluss. Mikrofonlöchlein seht ihr da auch. Und dann kommen wir zur rechten Seite. Wenn man das in der Hand hat, dann ist hier ein Micro-SD-Karteneinschub. Kann man den Speicher erweitern. An- und Ausschalter und der Projektionstaste, damit man das eben halt dann starten kann. Frontseite, physischer Home-Button, wie es bei der Galaxy-Serie eben halt typisch ist. Und hier oben kommt dann natürlich auch noch eine Front-Facing-Kamera noch dazu, samt Annäherungssensor und ein Lautsprecher. Ziehen wir die Folie ab. Sehen wir noch nicht. Das Display, das zeige ich euch gleich. Aber das Hauptfeature, den Namensgeber, sehen wir hier vorne. Da ist nämlich der Projektor eingebaut. Das bedeutet dann, ja, es ist zwar hier hinter einer Schutzscheibe angebracht, aber man sollte natürlich auch darauf achten, dass man dann diese Schutzscheibe nicht mit spitzen Gegenständen bearbeitet. Ansonsten hat man dann bei dem projizierten Bild hässliche Kratzer drinnen. Ja? Also vorsichtig damit umgehen, wenn ihr damit das eben halt anschaut. Schauen wir nochmal rein in das Gerät und das Betriebssystem. So, es ist kein AMOLED-Display. Das muss man dazu auch schon mal sagen. Aber trotzdem, es ist, glaubt es mir einfach, es ist relativ sehr, sehr blickwinkelstabil. Die Farben sind jedenfalls sehr klar. Und auch von der Seite, wo ich jetzt mal drauf gucke, ist alles noch zu erkennen. Gehen wir mal rein. Einstellungen und schauen mal nach, was das für ein Android-Betriebssystem ist. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig für einige Leute. Das ist nämlich Android 2.3.6 hier in der Ausführung, die wir jetzt haben. Ob es später dann auch noch eine Aktualisierung gibt auf Android Ice Cream Sandwich 4.0 oder auf Jelly Bean 4.1, können wir zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen. Aber Hauptsache die Funktionen für das Beam funktionieren hier schon mal sehr gut. Und das kann man hier auch sehen, die Anwendung Projektor ist hier nämlich schon vorne auf dem Homescreen mit drauf. Ein Tipp drauf, dann kommt natürlich dieses Tippding ins Geschichte und dann kommt man in diese ganzen Einstellungen hinein. Oder sag ich mal, was kann man denn alles machen? Natürlich Fokus und Ausrichtung ist hier eine Option, die man da reingehen kann und dann den Fokus, sag ich mal, einstellen kann. Fokus ist natürlich ganz witzig, wenn man da reingeht. Dann wird der Projektor gestartet. Jetzt sieht man das natürlich nicht, aber ich kann euch wenigstens hier schon mal zeigen, dass man hier damit entweder nutzt man den Finger und ich höre es auch schon summen im Projektor, dass er scharf stellt oder jedenfalls, sage ich mal, die Fokussierung betätigt. Oder man kann hier auch die Lautstärke-Taste verwenden, um die Fokussierung dann vorzunehmen. QuickPad ist eine kleine Sache, womit man dann auf dem Bildschirm einen Mauszeiger herumbewegen kann, Sachen beschriften kann und so weiter und so fort. Auch sehr interessant. Falls man eben halt zum Beispiel das als Overhead-Projektor verwendet, startet man QuickPad und kann dann eben halt loslegen. Projektor, Ambient, Taschenlampe und so weiter und so fort. Da gibt es noch die Einstellung für den Projektor selber, Bildschirm-Timeout, Bildschirmausrichtung. Das ist eigentlich nichts anderes als Obofeld. Schauen wir nochmal jetzt nach. Jetzt stehe ich einfach mal ganz dreist auf, denn wir wollen ja uns ja mal das Bild anschauen, was es dahin projiziert. Und wir begeben uns mal in etwas dunklere Gefilden. Sieht man das, Nico? Ja? Ich kann ja noch ein bisschen dichter dran gehen. Aber dafür muss ich dann die Schärfe noch ein bisschen nachjustieren. Jetzt bin ich beim Klingelton gelandet. Moment. Fokus. Hiermit stelle ich scharf. Ausrichtung. Kann ich auch noch so ausrichten. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen... Ups. Machen wir es einmal so. Und die Ausrichtung wieder andersrum. So. So kann man jedenfalls ausrichten. Falls man dann eben halt einen Film sehen will, kann man das so machen. Und als Projektor kann man es zum Beispiel so anwenden.
Und ihr seht, jetzt seht ihr meine Füße. Und Nikos Füße. Das ist Nikos Hand. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, Schere, Papier, Stein, Schink, da, da, da. Und Schere gewinnt. Ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, hier in den Quickpad ein. Ups. Moment. Jetzt muss ich erstmal kurz die Taste wieder suchen. Ja, Quickpad kann ich hier diesen Mauszeiger hin und her bewegen. Ups, bin wieder rausgekommen. Man kann natürlich auch Videos abspielen. Da muss man nicht in den Projektormodus hineingehen, sondern ich gehe jetzt hier einfach hin und sage mal Videos. Und da seht ihr schon, dass da im Videomenü drin bin. Man kann jetzt dieses Video zum Beispiel abspielen, die auf den Geräten drauf sind. Funktioniert sehr gut. Für so einen kleinen Smartphone mit integrierten Beamer, Projektor, geht das schon mal ganz gut. Ich kann eigentlich noch ein bisschen weiter weggehen und vielleicht noch ein bisschen versuchen, gleich nochmal die Schärfe nachzujustieren, wenn es mich das lässt. Nee. Aber das kann man eben halt einstellen und so justieren, wie man will. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem großen Projektor. Es ist dazu da, um zum Beispiel, oh, jetzt habe ich, glaube ich, in die Kamera reingebeamt, zum Beispiel auch, jetzt ist Projektor aus, einmal lange draufhalten, auf diesen Knopf, schaltet den Projektor aus, um Präsentation abzuhalten. Man kann auf die Maker SD-Karte zum Beispiel dann ja, PDFs draufladen und dann zum Kunden hingehen und sagen, projiziere mal ganz kurz, ganz lässig aus der Hüfte, hier meine Präsentation. Kann er durchsappen. Oder wenn man seine Freunde unterhalten will. Hey, ich habe gerade von meiner Katze das neueste Video aufgenommen und lass uns mal zusammen unser Katzenvideo mal anschauen. Oder man kann damit natürlich auch modernerweise seine kleine Dia-Show aus dem letzten Urlaub damit seinen Großeltern mit zeigen. Ohne dass man einen großen Projektor aufbauen muss, sondern man kann das alles aus diesem kleinen Gerät herauszaubern. Wenn ihr interessiert seid jetzt an den Samsung Galaxy Beam, dann geht auch bei uns einfach in die beiden Shops hinein unter getgoods.de und hoh.de. Schaut nach, was die restlichen technischen Spezifikationen euch dann jemals sagen. Alle weiteren Geschichten um das Beam gibt es dort natürlich sicherlich auch, genauso wie den tagesaktuellen Preis. Wenn ihr euch interessiert, was für andere Handys es noch so am Markt gibt, welche kommen werden und welche gehen werden, sage ich mal. Dann schaut bei uns in den Blog hinein und weitere Videos gibt es natürlich auch hier auf dieser Videoplattform unter videos.getgoods.de.